Das Internet hat uns über die letzten Jahre schlauer gemacht. Wir haben Zugang zu immer mehr Daten, wir haben schnelleren Zugang zu diesen wachsenden Datenmengen und das erlaubt uns theoretisch zumindest, bessere Entscheidungen zu treffen. In Realität sehen wir allerdings, dass wir eben nicht eigentliche Informationen bekommen, sondern wir bekommen sehr viel mehr Datenpunkte. Die Folge davon ist, wir sind zunehmend überfordert und die Verunsicherung steigt, anstatt dass wir eigentlich bessere Entscheidungsgrundlagen haben. Das heißt, die Herausforderung für die nächsten Jahre wird es, glaube ich, sein, nicht noch schneller, noch mehr Daten zu generieren, sondern eben letztendlich weniger und bessere Daten zu finden, die uns tatsächlich erlauben, bessere Entscheidungen zu treffen. Das Internet prägt aber nicht nur die Art und Weise, wie wir mit Daten umgehen, es prägt tatsächlich auch uns als Menschen. Man könnte sogar so weit gehen und sagen, das Internet führt zum nächsten Schritt in der Evolution. Man hat im letzten Jahr Studien durchgeführt, wo die Gehirnaktivitäten von Menschen untersucht wurden, die sehr häufig am Internet Zeit verbringen. Man hat mit sogenannten fMRI-Geräten, das sind Magnetresonanzspektroskopiegeräte, die Aktivitäten von Gehirnregionen messen, zeigen wollen, was im Gehirn passiert, wenn jemand im Internet ist. Was man im Wesentlichen vereinfacht gesehen hat, ist, dass Gehirnareale aktiviert werden, die für Eigenschaften verantwortlich sind, wie beispielsweise Multitasking oder Dokumente schnell überfliegen und mehrere Datenpunkte gleichzeitig zu erfassen. Das heißt, der erste Schluss dieser Studie war, das Internet macht uns eigentlich fähig, das macht uns fit für das Wissenszeitalter. Wir können Dinge gemeinsam tun und wir können ein Dokument nehmen und letztendlich sehr schnell die wichtigsten Punkte daraus lesen und das auch wieder weglegen. Weil das Gehirn plastisch ist, also die Strukturen bleiben nicht gleich, sondern diejenigen Areale, die wir oft nutzen, die werden weiterentwickelt, könnte man davon ausgehen, dass wir tatsächlich so einen nächsten Schritt der Evolution machen und letztendlich unsere Nachkommen deshalb noch schneller Informationen verarbeiten können. Als man etwas genauer dann nochmals hingeschaut hat, hat man gesehen, dass eben nicht nur die Fähigkeit zu Multitasken zugenommen hat, sondern gleichzeitig aber eben auch die Fähigkeit abgenommen hat, einen Gedankengang linear wahrzunehmen, also beispielsweise einen längeren Text von A bis Z mal ruhig durchzulesen. Es hat sich gezeigt, dass die Internetnutzer immer quasi auf der Suche nach neuen Fakten sind, also man muss quasi von Punkt zu Punkt springen. Und das ist schlecht für logisches Denken und das ist eben aber auch schlecht für kreatives Denken, weil man nicht mehr die Zeit hat, sich was wirklich durchzudenken, sondern wirklich nur noch von Punkt zu Punkt springt. Das heißt, die Alternative wäre eben nicht eine Evolution, sondern eine Devolution. Um das zu lösen, nochmals, braucht es nicht noch mehr Daten, sondern es braucht einfache, bessere qualitative Daten und vielleicht eben mal immer auch wieder einen Spaziergang im Wald.